بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك وأنت في عليائك أن ترزقني الإخلاص في القول والعمل اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أحبتي في الله مايلين قشبست السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ja, es war was anderes geplant, aber Alhamdulillah, so ist es auch schön. Einige Geschwister, die zusammengekommen sind, auch mashallah von unterschiedlichen Städten, so wie ich jetzt gerade mitbekommen habe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden Einzelnen von euch belohnen. Und inshallah ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Schritte, die ihr fi sabilillah gemacht habt, dass diese Schritte inshallah ta'ala eine Zeugen, yani Aussage machen und tätigen werden für euch yawm al-qiyamah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dadurch eure Sünden vergeben und inshallah ta'ala und eure Hasanat und eure yani Hasanat vermehren dadurch, bi idhnillah ta'ala. Wir reden inshallah ta'ala, ich habe gestern in der gestrigen Khutba über einige Lehren gesprochen aus der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam und habe auch darauf hingewiesen, dass wir Muslime uns mit der Sira des Propheten sallallahu alaihi wasallam im Allgemeinen beschäftigen sollten und vor allem die Shabab. Und die Sira ist wirklich ein kein langweiliges Thema, sondern ein Thema, was wirklich schön zu lesen ist. Ja, weil da man, das ist sehr abwechslungsreich. Allah, was ich heute habe. Bismillah. Sehr abwechslungsreich. Al-Muhim ist wirklich ein sehr schönes Thema. Und wie ich schon sagte, Sira ist einfach die einfache Umsetzung, wenn du zum Beispiel Theorie, ja, ich gebe mal ein Beispiel für Autofahren. Ja, Theorie ist, macht keinen Spaß, ja, weil man lernen muss, aber das Fahren macht Spaß. Und so ist die Sira. Wenn du die Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam liest, was er machen sollte oder was die Sahaba machen sollten, so wenn du es in der Sira oder die Ayat im Koran, ja,
die dann so mit Ahkam verbunden sind, scheinen so, manchmal sind die trocken und ein bisschen anstrengend oder langweilig, sich damit zu befassen, weil das mehr halt Theorie ist. Du musst diesen Hukum lernen, du musst den Zusammenhang mit diesem Hukum dann dazu nehmen und so weiter. Und das ist dann sozusagen eher so Leseverstehen. Aber wenn du die Sira liest, dann siehst du, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das und das so gemacht. Oder die Sahaba haben in der Situation so und so gehandelt. Und dann siehst du die direkte Umsetzung dieser Ahkam, die im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam stehen. Deswegen ist es eine sehr, sehr schöne Sache, mit der man sich beschäftigen kann. Man lernt automatisch und man lernt das Umsetzen auch damit. Und wie das umgesetzt auch, wie es auch umgesetzt wurde. Ich nehme inshallah ta'ala einen Punkt, den ich auch gestern in der Khutba erwähnt hatte. Eine Lehre aus der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was auch sehr, sehr wichtig ist für uns. Vor allem für die Shabab. Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Was auch der Islam auch, der Islam beschäftigt sich sehr mit diesem Thema. Und das ist die Freundschaft. As-Sahib. Und so seht ihr, dass selbst der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen sehr, sehr, sehr engen Freund hatte. Und dieser war nicht einer, yani es waren viele Sahaba, aber einer, der eine, ragte immer über alle heraus. Das ist Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Ja? Deswegen nennt ihn auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam Khalili, da'uli Khalili, lasst meinen Khalil ist eine höhere Stufe als Sadiq. Die Stufe der Khilla ist eine viel höhere Stufe als die Stufe der Sadaqa, Freundschaft. Ja? Ein Khalil ist wie einer, der mit dir so, yani so verbunden ist. Ja? Mehr als ein Freund. Und so seht ihr, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, egal was war, und das ist wieder Theorie, und dann liest die Sira, ja, die Geschichte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, egal was war, was für eine Situation, zu wem, wer war seine Bezugsperson, denjenigen, den er vertraut hat? Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Zu den größten und wichtigsten Anlässen war er an seiner Seite radiallahu anhu. Und so seht ihr, und das macht man auch fest, ja, das macht man auch daran fest, an diesem Ereignis, der passiert ist, das Ereignis des Isra und Mi'raj. Al-Isra und Mi'raj, wo Rasul sallallahu alaihi wasallam usriya bihi von Mekka nach Beit al-Maqdis, nach Jerusalem und von Jerusalem in den Himmel. Wo dann die Quraysh, die Kuffar von Quraysh, sich gedacht haben, jetzt haben wir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jetzt geht die Freundschaft kaputt. Jetzt haben wir was, das wird selbst Abu Bakr radiallahu anhu nicht glauben. Und sie gingen dann zu Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, obwohl er den Propheten sallallahu alaihi wasallam noch nicht getroffen hatte, und sagten zu denen, hast du schon gehört, was dein Freund am Erzählen ist? Das neueste Gerücht, das neueste Märchen, die neueste Lüge, die dein Freund am Erzählen ist? Und dann sagte er, was denn? Er sagte, sie sagten, Yaz'umu sahibuk, dein Freund behauptet, dass er in einer Nacht von Mekka nach Jerusalem ist und dann von Jerusalem in den Himmel und dann wieder zurückgekommen ist. Hört sich schon ein bisschen, ja, nee, vielleicht sogar ein sehr, sehr enger Freund würde sagen, okay, aber ich will es von ihm hören. Er soll es mir sagen. Aber wie war die Reaktion von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu arda? Seine Reaktion war, hat er das gesagt? Das war seine Frage. Hat er das gesagt? Sie sagten ja. Wenn er das gesagt hat, dann stimmt das. Ja? Und das ist die Stufe von Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu arda. Deswegen hat er auch diese Stufe erreicht. Und deswegen sagen die Mufassirun auch in dem Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und der mit der Wahrheit gekommen ist.
وَصَدَّقَ بِهِ Und der an ihn geglaubt hat, die Mufassirun sagen, damit ist Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu arda gemeint. Und deswegen ist das der enge Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen, guckt mal, selbst bei diesem Ereignis, bei dem Ereignis von Al-Hijra, hat der Rasul sallallahu alaihi wasallam niemand anderen ausgesucht außer ihm. Umar al-Khattab radiallahu anhu, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, sein Cousin. Familie, yani. Aber er ging zu, weil Abu Bakr Siddiq wollte schon vorher los. Und er sagte zu ihm, nein, gedulde dich, warte, la'alla Allah subhanahu wa ta'ala ye'adhanu li. Allah subhanahu wa ta'ala gibt mir vielleicht bald die Erlaubnis, auch die Reise anzutreten. Und hier seht ihr wieder Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, die Gehorsamkeit, die absolute Gehorsamkeit. Er hat nicht gefragt, wie, warum, war, lass mich, ich habe keine Lust mehr, ich habe keine Geduld mehr, ich kann das hier nicht mehr ertragen. Ich, sagte er, ja, ist das so? Hat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Und was macht dann Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu? Ging er dann dem Propheten sallallahu alaihi wasallam auf die Nerven? Jeden Tag, wann ist, kommt denn jetzt das Erlaubnis? Wann? Wie viele Shabab? Viele Shabab, so bei, der ist noch nicht gefestigt in der Religion. Noch nicht gefestigt in der Religion. Noch kein Wissen in der Religion. Es paar Tage im Iltizam. Kurze Dauer von Iltizam, aber er hängt sich schon an sehr großen Sachen dran. Und yani, versucht sie auch irgendwo herauszufordern. Und das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Deswegen sagt Nabi sallallahu alaihi wasallam auch in dem Hadith, das sinngemäß übersetzt, diese Religion, natürlich ist sie auf einer Seite einfach, aber sie ist was Gewaltiges. Sie ist was Gewaltiges und jeder, der sie herausfordert, yani im Sinne von sozusagen herausfordern, Kräfte messen, wird verlieren. Und deswegen ist es immer sehr vernünftig, langsam seine Religion zu lernen, sie zu verinnerlichen und zu verstehen, wie, was, warum, um dann standhaftig zu bleiben. Und deswegen kommt das nicht von nirgends, dass die Sahaba, so wie es überliefert wird, die keine nächsten 10 Ayat überschritten haben, sie zu lernen, erst als sie in Taten umgesetzt haben. Sie lernten Ayat aus dem Koran, lernten sie und lernten die dazugehörigen Ahkam dazu und setzten sie um und dann machten sie weiter. Denn es bringt nichts. Du kannst diese Informationensammlung, ein USB-Stick hat, was weiß ich, wie viele Gigabyte an Informationen, ein kleiner USB-Stick. Hat er einen Nutzen, außer dass du den in den Computer reinsteckst und dir das angucken kannst? Und deswegen, es geht nicht um Informationen sammeln. Es geht darum, diese Informationen zu verinnerlichen, sie in Taten umzusetzen, sie zu verstehen. Und deswegen, sehr, sehr viele Shabab fallen dann auch. Und ich meine mit Shabab auch Schwestern. Ja? Und das sehen wir heute leider oft traurigerweise. Aber das kommt nicht von nichts. Das kommt, weil man es falsch angegangen ist. Weil man es falsch angegangen ist. Und so sieht man auch, dass zum Beispiel Shabab, die zum Beispiel ruhiger die Sache angegangen sind, gefestigter bleiben und auch besser. Man sieht eine Änderung auf Dauer. Auch wenn sie vielleicht langsam ist. Aber man sieht ihn eine Änderung zum Positiven. Andersrum siehst du zum Beispiel viele Shabab, die zum Beispiel sehr schnell vor allem das Äußerliche gemacht haben, ja, wo dann nichts mehr bleibt, weder äußerlich noch innerlich noch. Und das ist traurig, darum geht es nicht. Abu Bakr Siddiq jetzt in diesem Beispiel, radiallahu anhu arda, und subhanallah, das ist so eine Sache, wo ich mir dann sage, la ilaha illallah. Diese Geduld auf dem Weg. Auf dem Weg Allahs. 14 Monate. Yani ein Jahr und 2 Monate. Wartet er auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Halas, er hat die Anweisung bekommen, du bleibst jetzt hier sitzen und wartest auf mich.
Das ist deine Aufgabe. Und bereitest dich vor. Während dieser Zeit bereitete er sich vor, bereitete er seine Familie vor, bereitete er das Reittier vor, bereitete er das Geld vor. Ja? Er hat nicht geschlafen, er hat nicht gesagt, okay, das ist Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah wird ihm sowieso zur Seite stehen und den helfen und unterstützen. Brauche ich nicht zu machen, ich schlafe, bis der an meiner Tür klopft und sagt, ja Allah, wir gehen jetzt los. Das ist auch nicht vom Islam. Schlafen gehört, ist nicht von unserer Eigenschaft. Das, was wir haben, unsere Aufgabe ist, Asbab zu machen und das zu machen, was Allah subhanahu wa ta'ala uns befohlen hat. Wie gesagt, zum Thema Freundschaft, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Ein Mann, auf den sich Rasul sallallahu alaihi wasallam immer verlassen konnte. Und deswegen, guck mal, in einer Überlieferung sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, jeder, der uns einen Gefallen getan hat oder uns geholfen hat, uns Gutes getan hat, haben wir, und das gehört auch zu unserer Religion, was viele auch, subhanallah, vielleicht ist es ein Einfluss durch verschiedene Kulturen, dass wir auch leider so geworden sind, ist, dass wir denken, dass wenn jemand Khair macht, jemand tut dir einen Gefallen, hilft dir oder macht Khair für dich, bedeutet nicht, dass du sagst, ja Achi, du hast das jetzt gemacht, das ist fi sabilillah, du musst, nein, ja, der Bruder muss dir das nicht sozusagen vorhalten, das gehört auch nicht zum Akhlaq, zum Charakter, aber du musst das anerkennen. Du musst das wertschätzen. Guck mal, das ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt, jeder, der uns etwas Gutes getan hat, der uns geholfen hat in einer Situation, der uns einen Gefallen getan hat, haben wir zurückgegeben. Und deswegen gibt es in einer anderen Überlieferung, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer euch Gutes tut, so gibt es ihm zurück. Erkennt es an. Tut es wertschätzen, gibt es ihm zurück. Wenn ihr nicht könnt, dann ist das Mindeste, was ihr tut, Dua zu machen. In einer anderen Überlieferung sagt der Rasul sallallahu alaihi wasallam, wer dann sagt, Jazakallahu khairan, der hat dann einen Teil, beziehungsweise einen großen Teil, sinngemäß, zurückgegeben. Jazakallahu khairan, möge Allah dich mit Gutem belohnen. Und unser Problem heutzutage ist, dass man noch nicht mal diesen Khair schätzt. Und dann gibt es noch freche Kandidaten, die dann sagen, ja, was willst du überhaupt? Ja? Und deswegen sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hier, jedem, der da was getan hat, haben wir seinen Khair sozusagen wieder gut gemacht, beziehungsweise zurückgegeben. Außer Abu Bakr. Der hat so viel getan, so viel geholfen. Außer Abu Bakr, der Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm sein Khair zurück. Dieses Gute, was er getan hat, bekommt er von Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Zu dem Punkt von Freundschaft, meine lieben Geschwister, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, Al-Akhillau yawma'idhin ba'aduhum li ba'adin adu illa al-muttaqin. Al-Akhillah, wie wir gerade gelernt haben schon, die engen Freunde. Die engen Freunde. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Er sagt, ba'aduhum li ba'adin adu. Wann? Yawm al-Qiyamah. Wird der eine dem anderen Feind sein? Wie? Akhillah. Freunde. In der Dunya waren sie Freunde. Akhillah, enge Freunde. Aber Yawm al-Qiyamah, ba'aduhum li ba'adin adu. Werden sie dem anderen, der andere dem anderen, ein Feind sein. Warum? Weil das waren die falschen Freunde. Das waren die schlechten Freunde. Und das kommt im Arabischen, der Satzbau im Arabischen hat eine große Bedeutung. Dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, Al-Akhillah, Yawm al-Qiyamah, ba'aduhum li ba'adin adu. Yani, die meisten. Und dann kommt die Ausnahme. Illa.
illa al-muttaqin, außer die Gottesfürchtigen. Yani alle werden Feinde sein, yawm al-qiyama, außer die Muttaqin, die Gottesfürchtigen. Ja'alana Allahu wa iyyakum minhum. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, seine Freunde auszusuchen. Deswegen sagt man auch, as-sahibu sahib im Arabischen. Das eine ist mit Sad und das andere ist mit Sin. As-sahib ist der Freund. Und sahib bedeutet was? Der zieht. Der zieht. Das ist eine ganz normale Sache, das ist in der Natur so. Deswegen sagt man auch, wenn du wissen willst, wie zum Beispiel, wie ist dein Name? Ayyub. Wenn du wissen willst, wie Ayyub ist, dann guck, mit wem er eng befreundet ist. Das ist eine ganz klare Klausel, das ist eine ganz normale Rechnung. Willst du wissen, wie der ist, brauchst du ihn nicht lange anzugucken, guck nur, mit wem der abhängt. Dann weißt du, wie er ist. Zu 90%. Und so, deswegen sagt As-Sahib Sahib, der zieht dich. Und deswegen ist es immer sehr, sehr wichtig, hat auch der Islam uns darauf hingewiesen, dass wir unsere Freunde sorgfältig aussuchen. Und hierzu gibt es eine sehr, sehr schöne Geschichte, beziehungsweise der Sebab Nuzul eines Verses aus dem Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. An dem Tag, Yawm al-Qiyama, wo der Zalim, der Ungerechte, auf seine Hände beißt. Ein Anzeichen wofür? Ja, wenn jemand auf seine Hand beißt, so. Anzeichen für was? Reue. Reue. Irgendwas, tfadda. Reue. Yani, schlechtes Gewissen. Irgendwas, was er gemacht hat, was er bereut. Das ist ein Anzeichen. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Warum? يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. Das ist eine Geschichte, so wie Ibn Abbas und auch Sa'id ibn Musayyib, große Mufassirun, sagen, der Sebab Nuzul dieser Geschichte ist, das waren zwei, der eine hieß Uqba ibn Abi Mu'ayt, das waren einer der Köpfen von Quraysh, Feinde des Propheten sallallahu alaihi wasallam, Uqba ibn Abi Mu'ayt, und sein engster Freund Umayyah ibn Khalaf. Diese zwei waren sehr, sehr eng befreundet in der Jahiliyyah. Und dieser Uqba ibn Abi Mu'ayt, der hat viel den Kontakt gesucht zu dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und saß auch oft mit ihm. Und eines Tages hat er den Propheten sallallahu alaihi wasallam zum Essen eingeladen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Einladung nicht angenommen und wollte sein Essen nicht essen. Außer wenn er des Glaubens Bekenntnis ausspricht. Und dann hat dieser Uqba das Glaubensbekenntnis ausgesprochen. Und dann hat sein Freund, dieser Umayyah, dieser Adullah, hat dann davon mitbekommen. Sein enger Freund. Und wurde sauer. Und wütend. War enttäuscht. Wie? Und hat sich vorgenommen, ihn zu bestrafen. Dann haben sie sich getroffen und er war sauer auf ihn und sagte zum Asabit. Kommt, hast du uns verraten? Hast du den falschen Weg genommen? Bist du in die Irre gegangen? Sagt man heute auch zu demjenigen, der den Weg des Islams aussucht, den Islam versucht. Bist du verrückt? Das ist doch nicht die Zeit dafür. Wie, du machst ein Bad? Wie du betest. Wie du ziehst Hijab an. Wie du bleibst zu Hause.
passt doch nicht, wir sind 2023. Bist du verrückt? Gleiche Worte. Auch wenn das so viele Jahre her sind. Das Gleiche wiederholt sich. Sobald man al-Haq folgt, wiederholt sich die Reaktion, die gleiche Reaktion von al-Batil. Wallahi, es ist kein bisschen anders. Es ist die gleiche Vorgehensweise. Al-Haq kommt, al-Batil kommt. Und versucht al-Haq, dich von al-Haq zu halten. Und hier sieht man den Einfluss falscher Freunde. Er kommt und sagt, er sagt, nein, Wallahi, nein. Ich bin nicht in die Irre gegangen. Ich hab euch nicht verraten. Sondern er wollte mein Essen nicht essen. Und er war bei mir zu Hause, yani. Und er hat darauf bestanden, also mein Essen nicht zu essen, erst wenn ich das Glaubensbekenntnis ausspreche. Und ich habe mich geschämt vor ihm und deswegen habe ich das Glaubensbekenntnis ausgesprochen, damit er bei mir zu Hause ist. Jetzt kommt falscher Freund. Der Shaitan von Uqba sagt zu ihm, okay, wenn das so ist, ich verzeihe dir nicht, beziehungsweise bin erst zufrieden mit dir als mein Freund, wenn du zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehst und auf seinen Nacken trittst und ihn anspuckst. Yani, daran sieht man, guck mal, an so einer Situation sieht man, dass das eigentlich gar keinen Sinn macht. Diese Aktion macht gar keinen Sinn. Aber das ist der Einfluss falscher Freunde. Oft ist das so, dass das eigentlich gar keinen Sinn macht. Wenn du zum Beispiel, jeder hat die Phase irgendwo durch, wo er etwas jünger war, wo er Sachen gemacht hat, wo die Eltern dann dich zur Rede stellen und sagen, hör mal, Junge, was hast du da gemacht? Dann weißt du selber nicht, warum du das gemacht hast. Es war einfach eine Dummheit, aber du hast diese Dummheit gemacht. Warum? Weil deine Freunde da waren, weil deine Freunde das gemacht haben und du hast es mitgemacht. Und so ist das auch hier in diesem Fall. Sagt er sagt zu ihm, du gehst dahin, trittst auf seinen Nacken und spuckst ihn an. Er macht das. Er geht, während Nabi sallallahu alaihi wasallam was gemacht hat, während der Rasul sallallahu alaihi wasallam im Sujud war, tritt er auf den Nacken unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam und spuckt ihn an und geht weg. Nabi sallallahu alaihi wasallam in diesem Moment, er steht auf und sagt zu ihm, warte, bis ich dich außerhalb von Mekka erwische. Und so war es auch am Tag von Badr, wurde er erwischt und hat seine gerechte Strafe bekommen. Was entnehmen wir hier? Guck mal, er hat das Glaubensbekenntnis gesprochen. Weil er irgendwo in diesem Moment, weißt du, diesen Scham hatte, diese Erziehung hatte auch. Vielleicht war es noch Scham. Aber er war sozusagen nah der Rettung. Er hat das Glaubensbekenntnis ausgesprochen. Er war nah der Rettung. Der schlechte Einfluss seines Freundes war nicht dabei. Er hat das Glaubensbekenntnis ausgesprochen. Er hat sich viel mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam unterhalten. Und das passiert vielen Shabab. Viele Shabab haben eine sehr gute Fitra, haben eine sehr gute Erziehung vom Haus aus. Und sie haben sehr viel Liebe auch für Dien. Und wenn man sie trifft und wenn man mit denen redet und so weiter, sie sind sehr nah. Aber was lässt sie diesen Weg nicht gehen? Der schlechte Freundeskreis. Der schlechte Einfluss der Freunde. Bei sehr, sehr vielen ist das so. Und guck mal, wie bei ihm hier. Sein schlechter Einfluss hat ihn dazu gebracht, dass er diese Tat begangen hat, den edelsten und besten Menschen auf dieser Erde, der nur seine Rettung wollte, der für ihn nur das Beste wollte, dass er diese Tat gemacht hat, die ihn später sein Leben gekostet hat. Und wal'iyadu billah, die ewige Strafe in der Hölle, möge Allah subhanahu wa ta'ala bewahren.
Und deswegen, meine lieben Geschwister, empfiehlt der Islam und yani, redet auch davon immer, dass der Muslim einen guten Freund suchen soll und sich von einem von schlechten Freunden fernhalten soll. Genau wegen sowas. Genau wegen sowas. Weil, wie ich schon eben sagte, As-Sahibu Sahib. Eigenschaften, die ein guter Freund haben soll oder die ein guter Freund hat, sind welche? Al-Wafa. Wie kann man Al-Wafa nennen? Jemand, der Wafi ist, ist jemand, der Wertschätzung oder auch irgendwo auch Loyalität. Das ist Al-Wafa. Wertschätzung mit Loyalität. Oder dass er auch dir das zurückgibt, was du ihm gibst, dass er Wafi ist. Loyal zu dir ist, zu dir steht. An deiner Seite ist nicht nur an schönen Momenten, sondern auch an schwierigen. Das ist ein Freund. Ein Freund ist ehrlich zu dir. Der ist ehrlich und deswegen gibt es eine Überlieferung, wo der Prophet ﷺ sagt, das Gleichnis eines Gläubigen zu seinem gläubigen Bruder ist wie ein Spiegel. Was ist ein Spiegel? In dem Spiegel siehst du dich selbst. Sahulala. In dem Spiegel siehst du dich selbst. Und so muss dein Freund sein. Das heißt, dein Freund sagt dir die Wahrheit. Sagt dir auch deine Fehler. Ein Freund ist nicht nur ein Schulterklopfer. Ja, aber ein richtiger Freund weiß auch, wie er dir diese Fehler sagt. Ja? Denn es geht nicht darum, dir die Fehler zu sagen, um zu zeigen, oh, guck, was du für Fehler hast, sondern es geht darum, die Fehler zu korrigieren, dich darin zu bessern. Das ist ein Freund. Und natürlich, wenn ich davon rede, ein Freund, der so ist, das umgekehrt muss es genauso sein. Weil das ist wahre Freundschaft. Al-Amana, dass er Amin ist, fehlt uns heute leider auch. Du erzählst was, direkt ist es weiter. Geschweige denn von Leuten heutzutage, wir sind so krank, von Leuten, die mit Riba und Namima laufen. Und bei Allah, vor allem der Namam, der Namam ist für mich viel ekelhafter als derjenige, der Riba macht. Weil jemand, der lästert, dann quatscht er halt viel. Dann ist das wie wieder eine Lästertante. Das ist ja so eine Eigenschaft von Frauen eigentlich. Aber leider ist die heute sehr verbreitet, auch unter Männern. Aber der Namam, das ist noch eine Schippe ekelhafter. Der ist noch ekelhafter als derjenige, der nur Riba macht. Weil der Namam, was macht der? Der will Streit machen. Der lügt, um Streit zu machen. Du hast zum Beispiel etwas gesagt. Ja? Du hast zum Beispiel mit ihm etwas besprochen oder mit ihm über jemand anderes gesprochen. Vielleicht hast du es gar nicht so schlimm oder so böse gemeint. Vielleicht hat dich irgendwas aufgeregt in einem Moment, was passieren kann. Und du hast diesen Fehler begangen, dass du zum Beispiel Riba gemacht hast, dass du gelästert hast, was ein Muslim eigentlich nicht machen sollte. Aber passiert. Aber dieser ekelhafte Namam, was macht der? Der geht dann, oder das, was auch sehr, sehr viele machen, ist, er hat selber zum Beispiel gar keinen Bock auf diesen Typen, aber wenn du dich mit ihm gestritten hast, dann geht er zu dem und sagt, ja, weißt du noch, was der über dich, der hat das und das über dich damals gesagt. Mit der Absicht, was? Mit der Absicht, einfach Streit zwischen dir und ihm zu machen. Und vor allem, wenn du zum Beispiel mit ihm eine Meinungsverschiedenheit hast oder einen Streit hast. Und das ist sehr weit, sehr viel verbreitet. Dass Leute, subhanallah, mit dir sind, mit dir befreundet sind und dann auf einmal fängst du zu hören, oder er kommt zu dir.
Das gibt's auch. Er kommt zu dir. Oh, der hat das und das über dich gesagt. Und oft ist es auch so, dass er das so anders interpretiert. In einem ganz anderen Tafsir da rein, diese schöne, wie nennt man das? Kräuter dazu. Schön, Pfeffer, Salz. Noch ein bisschen, um noch mehr, weißt du? Statt der Mu'min, der Gläubige, ist nicht so. Selbst wenn was wäre, dass jemand zum Beispiel sauer ist auf seinen Bruder oder zum Beispiel ein schlechtes Wort gesagt hat oder so, ein Mu'min geht in Khair. Und deswegen ist es unter anderem erlaubt zu lügen bei solchen Sachen. Dass zum Beispiel, wenn ich sauer auf dich bin, ich bin sauer und habe irgendwas Schlimmes über dich gesagt, ja, der ist so und so, dann kommt aber der Bruder und sagt, Wallah, weißt du, der Sa'id hat gesagt, Wallah, du bist so ein toller Bruder, der hat dich so gelobt, selbst wenn ich das nicht gesagt hätte. Warum? Um Khair zu machen. Ja, bei uns ist es andersrum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deswegen, Amana ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Und das zeigt auch den Charakter und die Persönlichkeit der Person. Weißt du, dass er vor allem auch zu, nicht wenn alles, vor allem zu solchen Situationen, wo dann zum Beispiel es hakt oder Streitigkeiten, dann zeigt sich dein Charakter. Dass du dann trotzdem die Amana bewahrst. Viele zum Beispiel, der sieht einen Fehler von dir. Und wer macht von uns gar keinen Fehler? Wir sind alle fehlervoll. Ja? Und Wallahi, ich kenne einen. Ich kenne einen, der war damals mit einem Bruder zusammen. Mit einem Bruder zusammen. Wisst ihr, dass er Wallahi einen Bruder sogar bei einer Sünde fotografiert hat? Ja? Und ich sage diese Sünde, damit nicht jemand denkt, Allah, was für ein, beim Rauchen. Dieser Bruder war eine bekannte Person. Er hat diese Sünde gemacht, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn vergeben. Er hat geraucht. Aber das hat er nicht öffentlich gemacht. Es ist ein Unterschied zwischen jemand, der öffentlich macht und jemand, der das im Geheimen macht. Diese Person hat ihn extra dabei fotografiert und Wallahi danach bei Nacht und Schreit dabei damit erpresst. Yani, dann, und dann sollst du heute yani, jedem vertrauen oder jedem an dir ranlassen. Ja? Das ist das Traurige. Und das kommt dann natürlich immer später. Vorher hat man ja zusammen gesessen und du hast ihm sogar beim Rauchen zugeguckt. Weißt du? Statt zum Beispiel bei dem Munkar aufzustehen. Oder dort zu sagen, ne, taqillah. Oder. Ging jahrelang gut. Aber dann, wenn wir, ja, ich werde das und das machen. Und so, ja, das war jetzt so ein Beispiel und es gibt hunderte andere Beispiele. Und deswegen eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft ist, dass da ein Freund Amin sein soll, vertrauenswürdig. Sidq hatten wir schon, Ehrlichkeit. Dass er aufrichtig in seiner Freundschaft zu dir ist. Viele, viele, viele Freundschaften sind immer nur nehmen. Nur nehmen, noch nie geben. Aber was ist das? Das ist keine Freundschaft. Wenn du nur am Nehmen bist, ist es keine Freundschaft. Das ist ein, vor allem fehlt diese Wertschätzung, Wallahi, heutzutage. Diese Wertschätzung alleine das gute Wort, wie Rasulullah s.a.w. gesagt hat, Jazakallahu khairan, alleine ihm das Gefühl zu geben, Barakallahu fik, du tust so viel für mich. Das gibt es noch nicht mal in Ehen, la hawla la quwwata illa billah. Al-Badl und yani das Geben und diese Verbundheit auch zu spüren, dass du wirklich spürst, mein Bruder, so wie die Sahaba, als sie nach Medina gekommen sind, das erste, was Nabi sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, was hat er gemacht? Acha bain al-Muhajirin und Ansar. Er hat direkt Brüderschaften geschlossen zwischen Muhajirin und Ansar. Zwischen Muhajirin und Ansar. Und so, guck mal, die haben die Brüderlichkeit so verstanden, dass der eine gesagt hat, hier, ich habe so und so viel. Ich habe zum Beispiel 100 Kamele, 50 für dich, 50 für mich. Bis so weit, dass der eine gekommen ist, ich habe zwei Frauen. Ich lasse eine scheiden und du heiratest. So war die. Aber guck mal, wie die Brüderlichkeit war, ja, des Sahaba, die des Gebens, aber auch die des Nehmens. Der eine Sahabi sagt,
Salman Farisi war das, glaube ich, kommt der Sahabi, sagt zu dem, hier, ich teile mit dir meinen Besitz. Er sagt, Barakallahu laka fi rizqika wa malik. Möge Allah subhanahu wa ta'ala deinen Rizq vermehren und segnen. Zeig mir einfach nur den Markt, ich gehe selber handeln. Ja, bei uns nehme alles mit und dann gehe ich handeln. Das ist so diese Achlag von des Gebers und des Nehmers. Heute ist Geiz und auf der anderen Seite diese Gier. Allah muss sein. Und deswegen gibt es auch ein schönes Beispiel, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Kannst du mir bitte einen Becher geben? Ein schönes Beispiel, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemacht hat für die Freundschaft, den jeder versteht, ist, Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, Methalul Jalis Salih, das Gleichnis von einem guten Freund und einem schlechten Freund ist wie der Parfümverkäufer und wer? Nafikh al-Kir. Wie nennt man das? Schmied. Der Schmied. Sehr schönes Beispiel, den jeder verstehen kann. Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, für den guten Freund ist der Parfümverkäufer. Entweder du kaufst was von ihm und selbst wenn du nichts von ihm kaufst oder machst, du hast ein schönes Geruch und du kommst und dieser schöne Geruch geht auch an deiner Kleidung weg. Ja, hat einen guten Einfluss. Schöner Geruch, du riechst schön. Der Nafikh al-Kir, egal wie du aufpasst, selbst wenn du nicht das machst, was er macht, alleine nur dein Dasein, du riechst schlecht und vielleicht verbrennst du dir deine Kleidung von den Sachen, die da rumfliegen. Ja? Irgendwas Schlechtes wirst du da mitnehmen. Und deswegen, Wallahi, auch, subhanallah, auch in der Jahiliyyah, wenn man jetzt so nachdenkt, so einige Jungs, zum Beispiel, kommen mir jetzt in meinem Gedächtnis, Wallahi, wo richtig saubere, gute Jungs waren. Ja? Und man hat sie aber immer mit schlechten Jungs gesehen. Und das war unterschiedlich, wie lange es gedauert hat bei dem einen und dem anderen. Mir fällt zum Beispiel so ein Junge ein, der war immer zum Beispiel mit so schlechten Jungs unterwegs, in Diskotheken und so weiter. Und der war der Einzige, der nicht getrunken und geraucht hat. Bei ihm hat es aber lange gedauert, bis er dann auch getrunken und geraucht hat. Deswegen, das ist eine Frage der Zeit. Nicht eine Frage, dass du nichts davon abbekommst. Wenn du es nicht rechtzeitig schaffst, von den schlechten Freunden wegzukommen und sie mit guten umzutauschen, wirst du irgendwann auch genauso sein. Und es ist auch eins der wichtigen Punkte bei der Tauba sogar, wie ihr vielleicht von der Geschichte kennt, von denjenigen, der die 99 Menschen getötet hat, als er die Tauba gemacht hat, war eine Voraussetzung, dass seine Tauba angenommen wird, dass er seine Ortschaft verlässt und zu der Ortschaft hingehen soll, wo gute Leute sind. Weil seine Ortschaft, wo nur schlechte Menschen waren, war die Ortschaft, die schlechten Einfluss auf ihn hatte, die ihn auch diese Taten hat tun lassen, die ihn auch dazu gebracht hat, nicht die Tauba zu machen und sie auch so weit zu verzögern, bis so schlimm passiert ist, dass er sogar 100 Menschen getötet hat. Und deswegen, als er dann weggegangen ist, die Tauba gemacht hat und dann weggegangen ist von seiner Stadt, gibt es ja in der Überlieferung, wo Allah subhanahu wa ta'ala dann seine Seele genommen hat, wo dann die zwei Melek kamen, der eine von der Hölle und der eine vom Paradies, wo sie sich gestritten haben. Der hat 100 Leute getötet. Und gerade erst die Tauba gemacht, jetzt gerade gestorben. Wir nehmen den in die Hölle, sagt der andere, nein, wir nehmen ihn ins Paradies. Und dann gibt es die Überlieferung, wo gesagt wird, dass man dann geguckt hat, an welchen Ortschaft ist der näher? An die Ortschaft des Schlechten oder Ortschaft des Guten? Und dann hat man gesehen, er war da näher und dann deswegen hat ihn der Engel des Guten, des Paradieses genommen. Und zum Schluss, inshallah ta'ala, erwähne ich auch inshallah ta'ala, auch um euch zu motivieren, einen schönen Hadith, der auch, das bedeutet auch gute Freundschaft. Euer Sitzen jetzt hier, so wie wir hier sitzen, deutet darauf hin,
dass das eine gute Freundschaft ist. Warum? Weil jeder den anderen Bescheid gesagt hat, dass er hinkommen soll. Sahulala. Jeder hat den anderen dazu motiviert, hier hinzukommen. Und jeder hat dem anderen Bescheid gesagt. Guck mal, wie viele wir sind, Maschallah. Andere haben, gehen jetzt gerade woanders hin. Der andere ruft den anderen an und verabreden sich woanders hin. Sag. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie und uns recht leiten. Dieser Hadith sagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala, ich versuche den zusammenzufassen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Malaika hat Sayyara. Sayyara heißt, die sind unterwegs. Allah hat Engel, die sind unterwegs. Ha? Die laufen hier rum. Die schweben hier rum. Malaika. Was machen diese Malaika? Die sind auf der Suche. Am Lauern. Was suchen die? Die suchen diese Sitzung. Majalisa al-Dhikr. يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معه. Sobald die ein Majlis finden, eine Sitzung finden, wo Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt wird, wo Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt wird, halten die an, machen die Stopp und setzen sich dazu. وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأ ما بينهم وبين السماء. Sie breiten dann ihre Flügel aus und decken dann diesen Majlis zu. Majlis al-Dhikr decken sie zu mit ihren Engeln, mit ihren Flügeln. Bis dass sie füllen zwischen der Erde und den Himmel. فَإِذَا تَفَرَّقُوا عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ. Wenn dann dieser Majlis aufgehoben wird, dann trennen sie sich und gehen wieder zurück zum Himmel. Und dann فيسألهم الله عز وجل. Dieser Hadith ist bei Imam Muslim überliefert. Yani ist authentisch sahih. Von Abu Huraira radiallahu anhu. فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم. Allah fragt sie und er weiß besser als sie. Aber er fragt sie, subhanahu wa ta'ala. من أين جئتم? Woher kommt ihr? فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض. Wir sind gekommen von Dienern, von deinen Dienern aus der Erde. Yusabbihunak, sie lobpreisen dich. Wa yukabbirunak, sie sagen Allahu Akbar. Wa yuhallilunak, la ilaha illallah. Wa yahmadunak, sie danken dir. Wa yas'alunak, und sie fragen dich. Qala wa madha yas'aluni. Er sagt, was fragen Sie? Was fragen Sie mich? Sie sagen, Sie fragen nach deinem Paradies. Dann sagt Allah, und haben Sie mein Paradies gesehen? وَهَرَّعَوْ جَنَّتِي قَالُوا لَا أَيْ رَبْ. Sie sagen, nein, oh Allah. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, فَكَيْفَ لَوْ رَأَوْ جَنَّتِي. Wie wäre es dann, wenn Sie das Paradies gesehen hätten? قالوا ويستجيرونك. ويستجيرونك? Hier, sie suchen Zuflucht bei dir. Sie suchen Schutz bei dir. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und vor was suchen sie Schutz bei mir? Dann sagen sie, vor deiner Hölle, vor deinem Höllenfeuer. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und haben sie das, die Hölle gesehen? Dann sagen sie nein. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wie ist es denn, wenn sie die Hölle gesehen hätten? Und dann sagen sie, ويستغفرونك. Und sie bitten dich um Vergebung. قال فيقول قد غفرت لهم. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich habe ihnen vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von ihnen sein lassen.
فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. Ich gebe ihnen, was sie wollen, das ist ja das Paradies, und ich beschütze sie und gewähre ihnen den Schutz vor das, was sie bei mir Schutz gesucht haben, und das ist die Hölle. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. الله أكبر. Dann sagen die Engel, oh Allah, unter ihnen ist einer, der viele Sünden, viele Fehler hat. Abdul Khatta. Khatta ist yani, übertrieben. Sehr viele Fehler hat, sehr viele Sünden hat. Der ist nur vorbeigelaufen und dann hat er die Sitzen sehen und dann hat er sich dazu gesetzt. Das ist wie wenn jetzt zum Beispiel jemand wollte zum Vortrag kommen und dann ist da jemand bei einfach an jemanden vorbeigelaufen und hat ihm gesagt, ey, komm doch mit. Er stand da. Glaub an, was er vorhatte. Ja, aber er hat den mitgenommen und der ist mitgenommen und hat gekommen und hat sich hingesetzt. Ja, nee, der hatte gar nicht die Absicht, an so einer Sitzung teilzunehmen. إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت. Auch ihm vergebe ich, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. هم القوم. Es sind die Leute, لا يشقى بهم جليسهم. Derjenige, der mit denen ist, der mit denen sitzt, der bekommt keinen Schaden. Der verliert nicht, der gewinnt nur. Und deswegen, meine lieben Geschwister, ist es sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, gute Freunde sich auszusuchen, weil somit werden wir inshallah ta'ala gewinnen in Dunya und in Akhira. Und somit erreichen wir inshallah ta'ala das Wohlgefallen Allahs. Und somit erreichen wir auch, dass wir bi'idhnillah ta'ala ins Paradies können und uns vor der Hölle bewahren und vor der Hölle retten. Inshallah. Und zum Schluss inshallah ta'ala auch ein Hadith von Anas radiallahu anhu bei Muslim überliefert. Ein Mann ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen und hat ihn gefragt, Ya Rasulallah, Mata as-sa'a? O Gesandte Allah, wann ist as-sa'a? Wann ist Yawm al-Qiyam? Und das ist deswegen, das auch daraus lernen wir aus diesem Hadith, es geht nicht darum, Mata as-sa'a? Es geht nicht darum, dass du weißt, wann ist der Moment. Weil der Moment wird kommen. Sondern es geht darum, wie der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt, was hast du für die Stunde vorbereitet? Was hast du vorbereitet? Nabi sallallahu alaihi wasallam antwortete ihn dann, aber das zeigt auch die Sahaba, dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben. Wann ist Sa'a? Nabi sallallahu alaihi wasallam antwortete, was hast du dafür vorbereitet? Er sagte nichts. Was nicht bedeutet, dass er nichts gemacht hat, sondern er, nicht wie wir heute, wir machen nichts und denken, wir sind schon drin. Ja? Er sagte nichts, außer illa anni uhibbu Allah wa rasulah. Außer, dass ich, und das zeigt, das bedeutet schon, dass, weil diese Leute hatten kein Lippenbekenntnis, ja? Sondern das hat man an ihre Taten gesehen. Er sagt, außer, dass ich Allah und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam liebe. Dann antwortete der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm, فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. Du bist mit denjenigen, die du liebst. Liebst du Allah und den Gesandten sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba und die Gläubigen und die Wahrhaftigen und die Guten, wirst du inshallah ta'ala mit ihnen zusammen im Paradies sein. Liebst du die anderen, liebst du Messi, liebst du Ronaldo, dann wirst du leider mit denen sein. Al-mar'u ma'a man ahab. Das hört sich hart an, aber wallahi, das ist so. Wallahi, das ist so. Weil viele Geschwister achten nicht darauf. Ja, achten nicht darauf. Und es entwickelt sich wirklich Liebe für solche Leute. Und deswegen muss man da sehr, sehr, sehr aufpassen. Sehr, sehr aufpassen. Man sollte seine Liebe aufbauen für Allah und den Gesandten sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba und den Gläubigen. Dann sagt Anas, radiyallahu anhu wa ardah, der überliefert dieses Hadith, wir haben uns
für nichts mehr gefreut oder über nichts mehr gefreut nach dem Islam als über diese Aussage. Weil wisst ihr, was das bedeutet? Du liebst Allah, du liebst den gesamten Rasulullah wirklich. Und der Prophet sagt, er garantiert dir, du bist mit denjenigen, die du liebst. Also willst du mit dem Propheten sein im Paradies, dann liebe ihn aber wirklich. Nicht mit Mund. Liebe ihn wirklich. Ja, lebe so, wie er gelebt hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und dann wirst du inshallah ta'ala mit ihm zusammen im Paradies sein. Ein Beispiel für schlechten Einfluss der Freundschaft, und damit beende ich inshallah ta'ala diesen Vortrag, ist, was sehr, sehr schön auch zu verstehen ist, ist der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib. Der Prophet, der war gut zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sag oder nein? Der hatte dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Schutz gewährt. Der hat ihn verteidigt und. Oder? Es ist bekannt, als er gestorben ist und Khadija radiallahu anha, nennt das Jahr, dieses Jahr nennt man in der Geschichte wie? Amul Huzn. Ja, das, ja, der Trauer. Weil Schutz war nicht mehr da. Und dieser Mann, Abu Talib, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der wusste, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Wahrheit mitgebracht hat. Der wusste das, dass das die Wahrheit ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam saß an seinem Kopf und sprach zu ihm, ja, an, o Onkel, sag, sprich nur dieses Wort aus. Dieses Wort. Ja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalima. Dieses Wort. Um ein Argument vor Allah zu haben. Damit du mir ein Argument vor Allah subhanahu wa ta'ala gibst. Damit ich vor Allah subhanahu wa ta'ala sozusagen für dich da stehe. Er hat dieses Wort nicht ausgesprochen. Warum? Warum, meine lieben Geschwister? Wegen seinen Freunden. Weil seine Freunde am Kopf und auch an seinem Kopf standen und waren und ihm gesagt, willst du die Religion deines Stammes, deiner Großväter, deiner Großeltern verraten? Und so starb er nicht auf Tauhid. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das ist der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Onkel. Und deswegen sehr, sehr wichtig, Freundschaft. Ja? Freundschaft ist wirklich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema. Such dir deine Freunde aus. Mach es fest an ihrer Religion, an ihrer Gottesfurcht, an ihrem Charakter, an ihrer Ehrlichkeit, an ihrer Aufrichtigkeit, an ihrer Treue, an ihrer Loyalität, an ihrer Wertschätzung, an ihrer Amana, Vertrauenswürdigkeit. Und Freunde sind bei Allah immer nicht viele. Sag mir nicht, ich habe 100 Freunde. Das sind keine Freunde. Freunde sind immer sehr, sehr, sehr wenige. Weil so, wenn du Freunde sozusagen, diese Freunde aufzählen willst, oh, wie viele kennen wir? Über Jahre. Ja? Aber wenn es drauf ankommt, vielleicht, ich rede von meiner eigenen Erfahrung, vielleicht findest du einen, sage ich. Ich sage nicht zwei, nicht drei, vielleicht einen. Deswegen, dein bester Freund ist der, der dich Allah subhanahu wa ta'ala näher bringt und von der Hölle festhält und entfernt und weit wegzieht. Das ist dein wahrer Freund. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns gute Freunde geben, die uns Allah subhanahu wa ta'ala näher bringen. Hada wa ma kana min sawabin wa tawfiqin fa min Allahi wahda wa ma kana min khatain wa nisyani. فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وجزاكم الله خيرا. Aber. Was ist, wenn man jetzt wieder gute Brüder gefunden hat, aber dieser schlechte Einfluss von zu Hause aus kommt oder aus der Familie? Ja, da muss man gucken, das muss man abwiegen. Das kommt, das hat
andere Sachen, die es beeinflussen. Es kommt natürlich auf Alter an, es kommt auf viele Punkte an. Aber im Allgemeinen, ja, so sehen wir das auch in der an der Geschichte des Propheten Ibrahim a.s. Sein Vater war ein Käfer, der ihn sogar bekämpft hat in seinem Glauben. Das hat ihn aber nicht davon abgelassen, ihn weiterhin gut zu behandeln. Und das ist das, was leider heutzutage auch bei vielen Geschwistern, vor allem jungen Geschwistern, sie nehmen den Islam und dann ist man direkt auf Kontra. Man ist so wie auf Krieg aus. Statt, natürlich ist es nicht einfach. Wir leben auch in einer ganz anderen Zeit. Es ist sehr, sehr schwierig. Auch für Eltern ist es nicht einfach. Für Eltern ist es nicht einfach. Viele Eltern haben auch Sorgen, machen sich Sorgen. Auch manchmal berechtigt. Ja? Und das werdet ihr verstehen, wenn ihr selber Kinder haben werdet. Ja, ihr seid jetzt noch jung. Aber das werdet ihr verstehen, wenn ihr selber Kinder habt. Ja? Und deswegen, ich sage immer, du musst deinen Eltern jetzt was beweisen. Du musst ihnen was beweisen und ihnen die Angst nehmen. Und das ist schwer. Dieses Bockige, dieses mir alles piep egal und so weiter, das ist einfach. Aber damit wirst du weder du wirst damit glücklich sein, also ich rede von normalen Menschen, es gibt Leute, die sind halt so, die mögen Streit oder so, aber ich rede von normalen Menschen, die in normalen Verhältnissen leben, ihnen auch Familie wichtig ist. Aber jemand, dem Familie wichtig ist, der wird auch selber keine Ruhe haben. Und du machst es auch deinen Eltern schwer. Aber wenn du versuchst, sie zu ertragen, vor allem in den ersten Momenten, weil sie halt Angst haben, weil sie halt Sorge haben und so weiter, versuchst diese Sachen zu tragen, stark zu bleiben, Allah subhanahu wa ta'ala zu bitten und sie gut, weiterhin gut zu behandeln, dann bin ich der festen Überzeugung, dass es in den meisten Fällen, auch wenn es dauert, ist unterschiedlich, bei manchen dauert das vielleicht ein paar Jahre, ja, aber es wird sich immer zum Positiven wenden, weil halt denen die Angst genommen wurde. Aber wenn du gestern noch in Diskotheken warst, geklaut hast, Drogen genommen hast und alles Schlechte gemacht hast, ja, und dann von heute auf morgen dann auf einmal für sie in ganz extreme Richtung kommst, ja, dein Aussehen sich ändert, deine Kleidung sich ändert und nur das sich ändert, du bleibst aber immer noch derselbe Fresche, der nicht zu Hause hilft, der den Eltern widerspricht, der sie beleidigt vielleicht, der die so heilig und sie dann auch noch auf einer falschen Art und Weise den Islam präsentiert. Der Fernseher, ihr seid Kuffar, weil ihr Fernseher guckt, wo gibt es das? Ihr seid Kuffar wegen das, ihr seid Kuffar wegen das, ihr könnt nicht beten, ihr glaubt an den, ihr glaubt an das. Wer soll dich dann da bitte da ernst nehmen? Wer soll dich dann da akzeptieren? Dann ist der Fehler bei dir und nicht bei deinen Eltern. Weil du bist derjenige, der jetzt hier versteht, beziehungsweise den Islam lernt. Also hast du den Islam auch richtig zu praktizieren und umzusetzen. Ja? Und Islam ist nicht, weißt du, vor allem auch, es gibt viele Geschwister, zum Beispiel die Eltern von denen beten. Und dann kommt der kleine Sohn, den wir gestern noch Pampers gewechselt haben und sagt, du betest falsch, Papa. Die Art und Weise, dass, und vor allem zum Beispiel bei türkischen Geschwistern, ja, der eine gewisse Rechtsschule folgt. Der Mann folgt einer gewissen Rechtsschule. Du hast es jetzt anders gelernt, auch durch anderen Beweisen. Das bedeutet nicht, dass das andere Bid'a ist oder Kufra ist oder geschweige denn. Aber du hast vorher gar nicht gebetet. Dein Vater kennt dich ja. Es gibt ja niemanden, der dich besser kennt als deine Eltern. Genauso wie es niemanden besser kennt als Ehepartner. Und dann kommst du rein, ja, betest falsch. Und vor allem eine Art und Weise, wie soll er das dann von dir akzeptieren? Und deswegen, es kommt auf die Art und Weise an, und ich bin der festen Überzeugung, dass vor allem, es sind unterschiedlich, es gibt Eltern, die sind so, die anderen sind so, aber mit der Zeit, auf einer guten Art und Weise, wird es bei Ihnen in der Ta'ala sicherlich klappen. Im extremsten Fall, wenn es nicht klappt, musst du, hast du, bist du verpflichtet als Muslim, deine Eltern weiterhin gut zu behandeln, selbst wenn das die dreckigsten Kuffar sind. Hast du sie, du bist verpflichtet, sie gut zu behandeln. Das ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Ja. Wo ist der Had?
Wo ist der Had? Wo ist die Grenze? وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Der Had ist ein Kufr. Wenn sie dir eine Kufr-Sache vorschreiben, da ist Stopp. Da ist Stopp. Alles andere hast du. Es gibt sogar Gelehrten, die sagen, ja, sogar, wenn dein Vater zum Beispiel dir sagt, geh mir Zigaretten holen, gehst du in die Zigaretten zu. Gibt es diese Aussage auf manchen Gelehrten? Ja, mag sich für uns komisch anhören, aber weil das ist der Vater, das ist, der hat eine ganz andere Rangstufe. Und die sagen, es geht ja um ihn. Es geht nicht um dich. Ja? Die Had ist Kufr. Ich sage jetzt nicht, dass das jetzt eine, yani, das ist eine Aussage einiger Gelehrten. Aber das Problem ist, unser Verständnis ist falsch. Und dann kommen auch heute zum Beispiel so Leute, die einfach, ich weiß nicht, was sie für ein Problem haben und sagen, ja, ihr habt die Shabab falsch beeinflusst oder ihr habt die, so, wir haben wir nicht. Haben wir nicht. Das haben wir auch vor 10 Jahren so gesagt. Ja? Aber wenn jemand sich seine Informationen woanders holt oder sich anders beeinflussen lässt, dann kann ich, das ist nicht mein Problem, das ist nicht meine Schuld. Und deswegen sage ich immer, die Shabab, ihr habt euren Eltern, ihr seid denen was schuldig. Ihr habt die. Es gibt so viele Brüder, Alhamdulillah, die haben es hinbekommen und die Eltern sind super geworden. Sind super geworden. Aber es gibt auch natürlich Fälle, wo die Eltern, Hidayah ist von Allah. Wir haben gerade gesehen, der Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam hat nicht den Islam angenommen. Der Vater von Ibrahim alaihi wasallam hat nicht den Islam angenommen. Heißt das, dass Ibrahim was Falsches gemacht hat? Nein, der hat nichts Falsches gemacht. Aber das ist die Hidayah. Das ist die Hidayah. Aber was ich, was meine Pflicht ist, meine Eltern gut zu behandeln. Das ist deine Pflicht. Und deswegen, yani, da muss man gucken, wie auch der Einfluss ist. Man darf nicht auch einfach sagen, ja, so machen, versuchen. Und wenn man dann wirklich so guckt und abwägt und sagt, dass das wirklich vielleicht schädlich ist für mein Dien und so weiter, und es geht gar nicht anders, dann natürlich kann man diese räumliche Trennung machen oder so weiter. Aber das ist als allerletztes und trotzdem musst du weiterhin gut zu ihnen sein und das im Guten machen. Du hast vorhin erwähnt, dass wir haben zwei Freunde, sich bekämpfen werden, außer die gottesfürchtig sind. Jetzt auch die Familie, weil normalerweise gibt es auch die Verse, wo Familie sich auch Feinde gegenüber sind. Wie ist es mit den Familien, die gottesfürchtig sind? Sind die dann nicht verfeindet? Oder? Nein. Da gibt es ja auch einen Vers im Koran. الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِحْسَانٍ الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم. Das ist ja das Schöne am Glauben. الذين آمنوا, diejenigen, die geglaubt haben, und ihre Nachkommenschaft, ihre Familien, ihre Kinder, Nachkommen, sie haben sie auf Dien erzogen und sie waren auch auf Dien. الحقنا بهم ذريتهم. Sie werden denen dann nachkommen und zusammen mit ihnen sein. Das ist ja das Schöne an Yawm al-Qiyamah. Die Gläubigen werden zusammen sein. Und vor allem die Familie. Vor allem die Familie. Du hast schon gesagt, man darf in Situationen üben, beispielsweise man dadurch diesen Streit verschlichten kann. Ist es jetzt auch, wenn ich jetzt einer hat mir eine Anmeldung gegeben und eine andere Person fragt mich also explizit auf diese Angelegenheit, darf ich dann auch lügen, weil ich die Ermittlung habe? Um den Streit mit den beiden zu umgehen? Nicht nur den Streit, beispielsweise einer hat gesagt, ich habe mir irgendwas gesagt, anvertraut, und einer fragt mich genau nach dieser Sache. So, die mit ihm zu tun hat? Genau, über den. Darf ich dann lügen, um diese Ermittlung noch zu bewahren sozusagen? Ich verstehe den Zusammenhang nicht so gut. Beispielsweise einer hat mir gesagt, ich habe dieses und dieses Problem. Mit dem? Nein, einfach so generell. Ah, okay.
Und dann kommt einer zu, aber der sagt mir, dass er antwortet, sagt das keinem. Dann kommt einer zu mir und sagt, hat er dieses Problem? Ja, ja, ich hab gemerkt. Ja, aber das interessiert ihn nicht. Natürlich darfst du. So. Dann sag ich, kann ich sagen, nein? Natürlich, ja. Genau. Weil du deckst ihn ja. Es geht ja um eine Ermahnung. Außer wenn das zum Beispiel jetzt so wäre, dass er, das ist so ein Problem zwischen ihnen und dann lügst du ihn an, damit die wieder zusammenkommen. Ja? Aber so, das interessiert ihn, wenn du, dann stellst du ihn ja bloß. Und Bloßstellung ist ja auch eine sehr katastrophale Eigenschaft in unserer Religion. Wer einen Mu'min deckt, Allah deckt ihn ja mal Qiyamah. Das ist auch so eine Sache. Heutzutage, wir lieben Bloßstellungen. Ja, das ist so ein Punkt. Man muss gucken, wie. Das ist ja die Sache, man muss gucken, wie. Wenn sie von dir zum Beispiel nicht annehmen, musst du vielleicht andere Wege finden. Ob sie vielleicht gucken, vielleicht wen sie annehmen. Von wem sie annehmen. Ja, das ist deine Arbeit. Das ist dann deine Arbeit. Du musst nach Methoden gucken, um sie zu retten und nicht um sie zu verurteilen. Oder um ein Urteil über sie zu sprechen. Weil das ist so ein Punkt. Heutzutage, wir wollen irgendwie abstempeln. Ja, zack, durch. Aber darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Vielleicht ist der Urteil sogar, wie bei Ibrahim a.s. Sein Vater war ein Kafir. Hat ihn das davon abgehalten, ihn zum Islam einzuladen? Ihn immer weiter mit ihm zu reden, zu versuchen und zu tun? So bis er dann sogar gesagt, ich werde für dich Dua machen. Als er gesehen hat, er hat gemacht und gemacht und gemacht und gemacht. Okay, ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe versucht und getan. Aber ich werde trotzdem für dich weiter Dua machen. Ja? Es zeigt auch die Rahma. Die Rahma der Gläubigen. Viele Leute denken auch jetzt, wenn ich zum Beispiel sage Käfer. Ja, wenn ich sage zum Beispiel Käfer oder diese Person ist so und so. Dass das so aus, das ist ein Urteil, aber ich wünsche mir immer noch trotzdem für dich die Rechtleitung. Beziehungsweise bei vielen ist das sogar so, dass du denkst, warum akzeptiert er dich? Warum nimmt er das nicht an? Warum geht er nicht diesen Weg? Weil er vielleicht so gute Sachen hat und so weiter und so fort. Viele tun dir leid, dass sie den Weg der Hölle gehen. Und deswegen ist eine Eigenschaft des Gläubigen auch Rahma. Rahma auch mit den Kuffar zu haben. Weil die Härte hat einen anderen Platz. Ja? Und deswegen war ein Nabi sallallahu alaihi wasallam, seine Sorge war, so wie es in der Überlieferung und auch Allah subhanahu wa ta'ala in einem Vers im Koran sagt, seine Sorge war, diese Leute zu retten. Das war seine Sorge. Er hat Kummer und Sorge getragen, wie er diese Leute rechtleitet. Wie diese Leute die Rechtleitung bekommen. Bei einigen Leuten ist die Sorge, wie kriege ich diesen einen Muslim noch raus? Wie haue ich den Stempel von Kufr auf die Stirn? Er nimmt nicht nur die Kufr, nein, er hat ein Problem. Das ist auch, ich denke, auch ein psychisches Problem oder ein Kopfproblem, dass er zum Beispiel mich anguckt und sagt, den muss ich, der hat 100% irgendwo eine Lücke, wo ich den raushauen kann. Und darum geht es nicht. Weißt du, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war nicht so. Und das sollte unsere Sorge sein. Das sollte unsere Kummer sein. Wie zum Beispiel Eltern oder Geschwister oder Familie, die nicht entweder Kuffar sind oder nicht auf dem richtigen Weg sind. Wie kann ich diese Leute gewinnen? Mit meiner Da'wah, mit meiner Art, mit meinem Akhlaq, mit. Das ist noch eine Frage. Darf die Frau Geld verlangen, wenn sie geschieden wird? Also nicht die Brautkarte, sondern allgemein. Scheidungsfrage. Was nochmal? Darf die Frau Geld verlangen, wenn sie geschieden wird, aber nicht die Brautkarte, sondern einfach Geld nehmen von. Und dann? Ja, ja, ja.
Unterhalt? Unterhalt ist was anderes. Ja, Unterhalt, ja. Für Kind. Nee, für sich selber. Das ist ein Startkapital irgendwie für die nächste Ehe. Wallah, diese Fragen zu Scheidungen und so weiter, ich finde, das kann man nicht so allgemein beantworten. Da muss man, yani, das sind auch so Themen, wo man yani, die Sache komplett wissen muss. Und das sind auch eigentlich, weil viele Geschwister verstehen den Ablauf nicht, weil wir halt hier leben, ja, weil wir halt den Islam nicht hier haben. Ihr müsst euch das so vorstellen, bei einer Scheidung oder bei Eheproblemen, wäre unser islamisches System hier, das wäre der gleiche Ablauf wie hier auch. Nur, dass du eine andere Institution hast. Yani, wenn man hier zum Beispiel eine Anzeige macht, im Islam wäre das Gleiche. Du gehst eine Anzeige machen. Das nennt man halt so. Du gehst da wird es ein Büro geben, ja, der für diese Sachen, für diese Angelegenheiten da ist, und ein Mann, der arbeitet, den nennt man dann Richter. Ja? Und der ruft dann den Mann, der ruft dann die Frau, und dann hört er sich beide an. So läuft das islamisch. Ja? Und dann dementsprechend wird er dann handeln. Es geht um Kinder, es geht um Abmachungen, es gibt vielleicht auch Verträge. Aber so im Allgemeinen, wenn die Frau zum Beispiel keine Kinder haben und es keine Abmachungen sind und so weiter, gibt es für sie selber dann keinen Unterhalt mehr, wenn sie geschieden ist. Sie hat ein Recht auf Unterhalt und Versorgung vom Mann, solange sie unter seinem Obhut ist. Unter ihm ist. Ja, da ist er verpflichtet, für sie zu sorgen. Ist sie das nicht mehr, ist sie dann entweder für sich selber verantwortlich oder sie geht wieder ins Elternhaus, so wie das war oder ist. Und dann wird so über sie weitergekümmert. Sind Kinder dabei, ist der Mann verpflichtet, für die Kinder zu sorgen. Ja. Jetzt im Allgemeinen. Wegen dieser, wenn die Frau jetzt also geschieden ist vom Mann, dann bleibt sie in diesem Haus. Aber das ist noch so im Koran. Das heißt, der Mann muss raus. Oder wie ist das genau jetzt? Ja, im Haus der Ehe. Der Haus der Ehe. Sie bleibt da. Und der Mann muss dann raus sozusagen. Der Mann muss nicht raus. Also wenn die dann wirklich sich entschlossen haben, sich zu scheiden? Sich zu scheiden, dann, es kommt drauf an, Achim. Wenn sie sich entschlossen haben, auseinanderzugehen, normalerweise wäre das so, dass sie dann zu ihrer Familie wieder zurückgeht, von wo er sie geholt hat. Aber das ist ja hier jetzt auch zum Beispiel anders. Ich finde, das sind so Sachen, unser Problem ist, ich finde, vor allem bei Scheidungen, man ist immer auf Kriegsfuß. Man ist auf Kriegsfuß so. Ich will dir, egal was, will ich dir einen reinwürgen, die Frau will ihm einen reinwürgen, ja, da wirst du nicht weiterkommen. Zum Beispiel jetzt in diesem Fall, wenn du sagst, zum Beispiel, selbst wenn der Mann das Recht hätte, als Beispiel jetzt, selbst da, wenn einer das ist, weil normalerweise logisch ist das so, dass ich habe diese Wohnung, wenn das ein Mann ist, das ist ja leider auch nicht mehr so der Fall heute, ja, wenn ich die Wohnung angemietet habe, ja, ich habe die Wohnung angemietet oder ich habe die Wohnung gekauft, ich bin der Mann. Ich habe dich geheiratet, ich habe dich zu mir geholt. Das ist dann jetzt unsere Wohnung. Ja? Wir lassen uns jetzt scheiden. Normalerweise, das ist meine Wohnung. Ich habe sie eingerichtet, ich habe das alles gemacht. So, dann bringe ich dich dahin zurück, wo ich dich hergeholt habe. So, das wäre die Logik. Ne? Aber heutzutage ist das ja so, dass vielleicht... vielleicht der Mann zu der Frau nach Hause kommt und sie hat alles eingerichtet und so weiter und so fort. Da kannst du doch nicht sagen, ja, aber islamisch musst du jetzt rausgehen. Das ist ja der Punkt. Und dann sage ich auch, dass zum Beispiel, es gibt auch Fälle wie zum Beispiel, es gibt Kinder sind schon entstanden und so weiter. Da musst du doch als Mann die Ehre haben und zu sagen, ja, okay, ich mach's dir leid, lass dir die Wohnung, geh du dir eine neue suchen. Aber es gibt leider, wie ich schon sage, ich verstehe das manchmal nicht, man ist auf Kriegsfuß, nein, die soll raus. Ja, wie? Und dann Streit und dann so. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in dir, auf das bezogen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
und vergisst nicht das Gute, das zwischen euch war. Aber leider denke ich manchmal nach und denke, bei manchen, da war nie ein Fadl, glaube ich, zwischen denen. Da war nie, die denken, glaube ich, nach und da war nie was Gutes zwischen denen. Allah musste an. Traurig. Aber yani selbst wenn man auseinander geht, dann geht man im Guten auseinander. Das gibt's. Guck mal, in der Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, eine Sahabi ist zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen und hat gesagt, ich kann mit diesem Mann nicht leben. Was hat dieser Mann? Der Mann ist okay, aber ich kann ihn nicht. Das war ihr Grund, ich kann ihn nicht. Das ist eine Überlieferung. Akraho. Passt nicht, stimmt nicht. Ich kann den Mann nicht lieben, ich kann ihn nicht... Hat der Nabi sallallahu alaihi wasallam, wie hat der Nabi sallallahu alaihi wasallam gehandelt? Hat er gesagt, Atauddin alayhi hadiqata, er hat ihr als Brautgabe einen Garten gegeben, gehabt. Gibst du ihnen das wieder zurück? Sie sagte ja. Und dann wurde Khalas, Talak. Sind sie auseinandergegangen. Manchmal ist es die einzige Lösung. Wallah, ich habe so viel, ich kann dieses Thema nicht, Wallah, ich gehe da nicht mehr drauf ein. Weil 90%, glaube ich, der Fragen geht nur darum. Bin ich noch verheiratet? Mein Mann ist so, meine Frau ist so. Bin ich noch... Allah muss sein. Sehr traurig. Wallahi, es tut mir leid. Ja? Aber ich kann nicht mehr. Yani das belastet mich auch so, ehrlich gesagt. Yani wenn ich... Yani ich bin jemand, der sehr... Mich nimmt sowas mit. Und das belastet mich. Und dann denke ich so manchmal, gibt es keine anderen Themen, nur diese? Traurig. Traurig, wallahi, die Lage ist traurig. Obwohl auch manchmal die Lösung, ich habe, wie gesagt, sehr, sehr viel, wallahi, sehr, sehr viele bin ich, yani, wurde ich dazu gerufen. Und habe sehr gerne auch geholfen. Aber jetzt mach ich nicht mehr, weil ich sehe, da wird auch viel gespielt. Viel gespielt von beiden Seiten, von Männern und von Frauen. Ich mache hier keine Ansage und sage auch, wie toll die Schwestern sind und die armen Brüder oder die tollen Brüder und die schlimmen Schwestern. Beide. Wallahi, beide. Katastrophe. Und die Frauen sind so, weil die Männer keine Männer mehr sind. Das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe. Aus Erfahrung, die Männer sind keine Männer mehr. Und deswegen sind die Schwestern so. Und die Schwestern, viele von denen haben leider kein Achlak, kein Benehmen. Sind keine Frauen, vielleicht fehlt denen nur noch ein Schnurrbart. Ja, yani, das ist auch so eine Sache, aber das ist traurig. Yani, und wie gesagt, ich habe in vielen Fällen, wallahi, jeder, der mich kennt, ich bin der Letzte, der irgendwie zur Scheidung rät oder so. Vor allem, wenn Kinder dabei sind. Aber in einigen Fällen, die ich persönlich kenne, war das die einzige richtige Lösung. War das die einzige richtige Lösung? Und deswegen hat sie auch Allah subhanahu wa ta'ala so gemacht. Deswegen gibt sie auch. Aber ich weiß nicht, warum man das nicht vernünftig hinbekommt. Leider. Das war wieder so ein Thema, das uns jetzt wieder viel Zeit genommen hat. Eine allgemeine Frage. Wenn jetzt jemand sagt, okay, nach Corona. Also jetzt bei mir zum Beispiel, ich komme aus einer ländlichen Gegend und wir haben da nicht so viele, also eigentlich gar keine Aktivitäten, ist aus islamischer Sicht. Mhm. Man ist halt immer so in andere Städte gefahren. Und jetzt nach Corona, wo der Iman auf einem Level ist, niedriger als vor Corona, sag ich jetzt mal. Was ist dein Ratschlag, wie man sich wieder erholt und wie man wieder stabiler wird und wie man wieder wirklich rankommt? Ja. Es ist die Herangehensweise. Weil eigentlich sollte uns Corona zu Allah subhanahu wa ta'ala näher bringen. Ja, weil ein Mu'min, ein Gläubiger, solche Ereignisse, Allah subhanahu wa ta'ala sagt ja auch im Koran, er bringt sie uns, sinngemäß, damit wir nachdenken und zu ihm subhanahu wa ta'ala zurückkehren. Deswegen diese Corona, ob man daran jetzt glaubt oder nicht glaubt. Egal was es ist einfach da. Es ist etwas da, was Corona ist. Was es ist, Allah einem. Lass uns drüber streiten. Ja? Aber es zeigt einfach die Macht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und so sollte ein Gläubiger denken und herangehen. Es zeigt einfach, dass Allah subhanahu wa ta'ala
diesem Menschen, diesen Tyrann, der seine Grenzen nicht kennt, der dachte, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. Sie dachten, ja, wir haben alles im Griff. Wir sind die Mächtigsten, wir haben alles im Griff auf dieser Dunya. Keiner kann uns was. Wir sind schon auf dem Mond gewesen. Wir kennen das Atom. Wir kennen Physik, wir kennen Chemie, wir können Bomben bauen, wir können Flugzeuge bauen, wir können fliegen, wir können U-Boote, alles. أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. أَتَاهَا أَمْرُنَا. Unser Befehl kommt. Was passiert dann? Wir machen das so, so wie es vor, am vorigen Tag, yani gestern, nicht mehr ist. Das ist die Macht von Allah subhanahu wa ta'ala. Es zeigt einfach die Grenzen der Menschen auf. Und das, so sollte ein Mu'min nachdenken. Ein Mu'min sollte nachdenken, zum Beispiel, wie ich subhanallah vor ein paar Tagen gelesen habe von einem, der gestorben ist, rahmatullahi alayh, der lag am Sterben und seine Diagnose, wie ich schon gesagt habe, ich mag jetzt nicht diese Diskussionen starten. Die Ärzte haben gesagt, er hat Corona. Das war in Saudi-Arabien. Und er sagte, ich schreibe, glaube ich, die ehrlichsten Worte in meinem Leben. Weil er wusste nicht, ob er... Er hat auch so geschrieben, ich weiß nicht, wie ich sterben werde, ob ich in Koma falle, ob ich bei Bewusstsein sein werde oder nicht. Und so ist er auch gestorben, rahmatullahi alayh. Ja. Und das ist so, wir leben einfach, guck mal, trotz Corona, trotz, dass wir wissen, so viele Menschen sterben. Und selbst wenn man das zum Beispiel jetzt nicht daran glaubt, aber das, ich finde, das hat uns den Tod ein bisschen näher gebracht. So viele Menschen sterben ja tagtäglich. Aber vorher wurden das ja nicht aufgezählt. Vorher hast du noch nie so Zahlen gehört oder gelesen in den Nachrichten. So viele Menschen sind gestorben. Guck mal, jetzt lesen wir jeden Tag. Gibt es in den Nachrichten, Tagesschau, so viele Neuerkrankungen, so viele Tote, überall auf der Welt. In dem Land so und so viele Tote, in dem Land so viel. Trotzdem beschäftigen wir uns nicht mit dem Tod. Trotzdem ist dieser Tod keine Ermahnung für uns. Und deswegen normalerweise ein Gläubiger, ein Muslim, solche Sachen, so wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, bringen einen zurück zu Allah. Lassen ihn nachdenken. Das sollte eigentlich ein richtiger Imanschub sein. Dass man so den Tod vor Augen hat, dass man weiß, okay, Corona oder nicht Corona, du wirst sterben. Aber jetzt mit Corona sozusagen, der Tod kommt ja sozusagen wird anders wahrgenommen. Wie viele Menschen, die wir kennen, ja, jeder von uns, ich bin mir zu 1000% sicher, jeder von uns kennt irgendjemanden, der die Tage gestorben ist. Oder in den Wochen, oder in den Monaten. Zum Beispiel alleine in Bonn hier bei uns, wie viele Brüder, ältere Geschwister, die mit uns in den Moscheen gebetet haben, einige, die uns verlassen haben in den letzten Wochen. Deswegen, das sollte inshallah ta'ala, das ist eigentlich ein extremer Imanschub. Wenn man aber natürlich, ja, wenn man darüber nachdenkt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Verstand geben. Ach, ich habe noch eine Frage diesbezüglich. Dann machen wir Schluss, inshallah. Ja, die hat mich oft eine sehr lange Weile jetzt auch seit Corona ein bisschen beschäftigt, mehr oder weniger auch, ist im Endeffekt mit, hängt damit zusammen, wo ich an einem Punkt jetzt zum Beispiel gelangt bin, ja, dass zum Beispiel, also ich sehe das so, ich weiß nicht, ob ich da falsch liege, aber man schafft es, sagen wir mal, eine gewisse Zeit den Iman also zu stärken und gewisse Ibadat, sagen wir mal, regelmäßig, die man hat, zu machen. Aber ich stelle mir die Frage, aber das ist so für einen so, man trügt sich damit irgendwie, dass es wirklich aber letztendlich hier nicht so zu wirklichen Erfolgen kommt. Wo ich mich dann frage, werden wir zu denen, natürlich damals die Dauer, die war, das war die Zeit von damals, ja, also vor Jahren, die in Deutschland war, diese Blüte. Und man will auf eine Art, man hat diese Hoffnung, dass man das will wie damals. Und dann frage ich mich persönlich, dass damals, ob das, die Zeit ist vorbei diesbezüglich. Man muss mit sich selber so schauen und das bringt nichts mehr so. Wo ich mir dann denke, auch, man geht in die Moschee und so, aber das ist so, das, also ich würde jetzt ehrlich von meinem Herzen sagen, das liegt an meinem schwachen Iman, dass ich sage, ich gehe in die Moschee und ich habe kein Gefühl da in der Moschee, dieses
nur weil die, ja, keine Ahnung, weil die Leute einfach nicht mehr so sind, wie die waren. Ja. Und das ist der Punkt. Du sagst es gerade. Es ist falsch, über damals zu reden. Es ist falsch, über damals zu reden. Du kannst die damals zum Beispiel als Motivation nehmen. Deswegen gibt es ein schönes Gedicht oder ein Sprichwort auf Arabisch, was sagt sinngemäß, der Mann ist nicht derjenige, der sagt, Kana Abi, mein Vater war. Sondern der Mann ist derjenige, der sagt, Ha ana da, hier bin ich. Nein. Ja? Und deswegen, das ist wie zum Beispiel, jetzt, ich bin ja etwas älter. Das ist wie wenn ich zum Beispiel damals sage, ja guck mal, die vor mir waren, die waren so und so. Was bringt mir das? Die vor mir waren, die haben gemacht und geleistet und dann bin ich gekommen. Ne? Und genau so ist das jetzt. Ich kann nicht sagen, ja, ihr, ja die damals, guck mal, die haben damals so gemacht, damals war so. Nein, es geht jetzt um euch. Was macht ihr? Was machst du? Was ist mit jetzt? Und deswegen, auch wenn die Dauer sehr stark bekämpft wurde, das ist auch eine Lehre, die wir aus der Hijra-Provinz herausnehmen. Auch wenn die Dauer sehr, und die Dauer hat einen Schlag bekommen. Und es scheint so, als ob es eine Niederlage ist. Ja? So wie Rasulullah musste ja, das ist ja, scheint so, als Rasulullah eine Niederlage hatte, denn er musste aus seiner Stadt, aus seiner Heimat raus. Ja? Und hat die Hijra gemacht. Aber diese, so wie Allah, einige Mufassirun sagen, إِنَّ الَّذِي لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ sagen die Mufassirun, dass er dich wieder zurückbringt nach Mekka. Er wird dich zurückbringen إِلَى مَعَادٍ مَعَادٍ Mekka. Das wurde ihnen schon versprochen im Koran. Und deswegen, guck mal, wenn wir jetzt, ja, das ist normal, قُلُوا مِنْ عِنْدِي أَنْفُسِكُمْ, es ist vor uns, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diesen Schlag gegeben, weil wir ihn verdient haben. So, es gibt einen Punkt, es gab einen Cut. Heißt das aber, dass wir jetzt dem nachholen, oh, damals war so, oh, damals war so, oh, damals war schön, oh, was bringt mir das? Kannst du bis morgen singen. Was ist mit jetzt? Ja? Deswegen dürfen wir nie die Hoffnung verlieren. Es ist, وَقُلِ اعْمَلُوا, macht, tut, arbeitet. Ja? Und dann wird das wieder zurückkommen. Aber wenn wir uns jedes Mal nur treffen, weißt du noch damals, ja toll. Werden wir nicht weiterkommen. Deswegen, Taten folgen lassen, inshallah ta'ala, und dann wird es wieder, inshallah ta'ala, wie vorhin. Tayyib, inshallah, ich mach dann, wir machen dann Schlusswort, ist sogar später geworden als gedacht. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, subhanakallahu wa hamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiru wa atubu ilayk, subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun, assalamu alaikum wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Willst du noch das zusammen beten, oder? Zusammen beten? Okay.